Ich erkläre dir kurz noch, wie so ein Gleitschirm funktioniert. Ja. Du siehst, ich habe hier zwei Leinen in der Hand. Ja. Mit den zwei Leinen steuere ich den ganzen Gleitschirm. Okay. Wenn ich die loslasse, ja, dann fliegt der Schirm einfach geradeaus, ohne mein Zutun, weil er so eingestellt ist, dass, ja, er einfach gleich, okay, schnell ist. Mhm. Wenn ich nach rechts möchte, mache ich eigentlich nichts anderes, als wie ich ziehe die rechte Seite hier nach unten. Ja. Es wird an der Endkante des Gleitschirms einfach mehr Widerstand gegeben und der Schirm wird langsamer und dadurch dreht er sich jetzt, wie in diesem Fall, nach rechts, okay, und eben umgekehrt, ja, nach links. Wenn ich das nach links mache. Ah, ja, das, was du niemals machen darfst, das ist beide gleichzeitig nach unten ziehen während des Fliegens, ah, ja, weil du dann einfach den Schirm die Strömung nimmst am Obersegel. Mhm, wenn du nach oben schaust, du siehst eine Eintrittskante jetzt oben, ja, und das Profil besteht aus einem Obersegel und einem Untersegel. Durch das, dass das Obersegel größer, also länger gezogen ist, gebogen ist, gibt es einen Auftrieb. Und das lässt uns fliegen. Ah, ja. Also zwei, ja, Drittel des Fliegens ist Auftrieb, ein Drittel ist Druck durch die Fläche von unten. Und ich brauche einfach diesen Wind, diese Vorwärtsfahrt, mhm, gegenüber dem Wind, damit der Gleitschirm, ja, stabil das Profil hält. So, ja, was würde passieren, wenn Gleitschirm einklappt? Schau mal nach oben. Ich klappe mal den Schirm ein hier. Ja, ja. Dann wird der Schirm sich ja nicht mehr öffnen unter Umständen. Ja. Aber durch das, dass ich hier, dass hier zwei Profile sind und innen drin ein ausgeklügeltes System, schau mal, wenn ich loslasse, öffnet der sich wieder selbstständig. Aha.